Sozialhilfeabwehrung sprechen und anschließend gleich mit der Familienfürsorge. Norman kann mich ja mitnehmen. Du kannst doch nicht jedes Mal unsere Untermieter in Anspruch nehmen und außerdem ist Norman schon längst in seinem Schuhgeschäft. Ist schon 8 Uhr vorbei. Ich weiß, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich lausig gefühlt. Ich will doch in 3 Tagen meine Brenda heiraten. Mein Name ist Georgina Jenkins. Ich komme vom Sozialamt. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Weil ich Rupert Thompson bin. Deswegen kann ich ihr doch auch sagen, dass er... Was? Du bist Rupert Thompson? Nein, Mr. Thompson. Hier drinnen ist die ganze Palette. Altersrente, Familienbeihilfe, Kindergeld, Zuschuss für alleinerziehende Eltern, Zahnersatz, Wohnungsgeld, Invalidenrente. Und das alles unter einem Dach? Altenbetreuung, Witwenrente, Mutterschaftsgeld, Reha-Maßnahmen, Frührenten, mehrere Unfallrenten. Wer hätte so etwas geglaubt? Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Schlechtwettergeld und immer wieder Krankengeld. Sie werden Ihren Vater sicher schrecklich vermissen. Mein teurer, verblichener Vater, Norman? Ja. Doch nicht Norman, der Holzfäller. Ja. Spaß bekomme ich. Ja, der arme Willi ist taub, seit Sie das Geschäftslokal, in dem er arbeitet, überfallen haben. Das Geschäft? Ja, Sie haben den Safe gesprengt und sein Trommelfell gleich mit. Aber Sie haben doch jedes Wort von mir verstanden. Willi, deine Freundin spricht mit dir. Sie müssen ihn direkt ansehen, wenn Sie mit ihm sprechen. Willi liest von den Lippen, nicht wahr? Ich hatte ja keine Ahnung. Es ist ein Schicksal, mit dem man zu leben gelernt hat. Nicht wahr, Willi? Ich kann mich noch nicht ganz daran gewöhnen. Ich hoffe, die Arbeitslosen Unterstützung, die Sie von uns erhalten, trägt ein wenig dazu bei, Ihren Kummer zu lindern. Arbeitslosenunterstützung? Du stellst heute eine gute Frage nach der anderen. Norman! Es ist eine ansteckende, ekelhafte Krankheit ausgebrochen. In meinem Schlafzimmer? Ja. Das ist ja scheußlich. Ja, verdammt scheußlich. Das Gesundheitsamt war da und hat den ganzen Vormittag alles ausgespritzt. Norman, wenn du nicht aufhörst, den Happy Man zu spielen. Oh. Dr. Chapman. Mrs. Swan, geht es Ihnen nicht gut? Ja, aber das ist noch nicht alles. Oh, na, diese Strümpfe. Aber noch etwas. Erstaunlich. Drei Monate. Aber sagen Sie, ist Eriks Mutter eine große Frau? Mit wem ich die Ehre habe? Ist es Swan? Ist es Swan? Sie meinen, Sie sind Mr. Swan? Mr. Erik Swan? Das kommt darauf an. Bleiben Sie sitzen, ganz ruhig. Ihr Mann hat sich in dieser ganzen Angelegenheit mit jemand anderem ein.
gehört? Wie bitte? Hast du das gehört? Ist das nicht ein Kompliment von dieser Mrs. Jenkins? Na, das ist aber lieb von ihr. Diese Gurkenmaske schafft es doch nicht. Ach, ist es so? Das ist was? Der ist also gestorben für Sie. Du siehst, er gestorben. Zuerst liebt man ihn noch bis ans Ende aller Tage und dann aus, gestorben, zack. Ja, er die Beste, natürlich. Es war der letzte Wunsch meines verstorbenen Dads, dass ihm alle hier im Haus die letzte Ehre erweisen. Gut, dann bringen wir jetzt alles nach oben. Ja, dann legen Sie ihn in sein altes Zimmer. Ich dachte, das ist Onkel George. Ja, das war Onkel George. Onkel George ist schon gegangen. Das ist der arme alte Mr. Bassett. Verdammt. Ins Schlafzimmer. Okay, Mann. Ah, ab in die Truhe, Onkel George. Also los, Jenkins, rauf die Treppe!
Gefängnis. Setz die Perücke wieder auf, Sie können jeden Moment hier sein. Nein. Frauenkleider? Wie kommst du auf Frauenkleider? Das ist mein Turnanzug. Wir machen jeden Tag 15 Minuten Aerobik. Mach 15 Minuten Aerobik. Oh mein.